Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du dabei bist bei der plastikfreien Challenge im Juli 2021. Heute sind wir schon beim 9. Tag angekommen und ja, wie ihr seht, habe ich so eine Winterjacke an. Passt ja total, weil bei uns ist Herbstwetter. Wir haben unter 20 Grad. Diese Woche hatten wir auch den ganzen Tag 14 Grad. Es ist kalt und dachte ich, hey, das Thema passt total. Und zwar in der Winter-Herbstzeit benutzen wir ganz viele auch Lippenbalsam, ne? Gut, im Sommer natürlich auch welche auch. Und die sind ja verpackt alle in Plastik, ne? In Plastikbehälter, ne? Die sind so klein, so rund, Deckel kann man aufmachen, dann unten aufschrauben und dann kommt ja der Lippenbalsam und dann tut man sich die Lippen damit beschmieren. Und ich dachte mir, ich werde euch Alternativen mal zeigen, weil es ist wirklich so große Müllberge, was da entstehen, und das muss nicht sein. Genauso die Inhaltsstoffe, was da drin ist, krebserregend und manchmal auch ja Mikroplastik, und das muss einfach nicht sein. Deswegen zeige ich euch was ganz, ganz Simples. Das kann eigentlich jeder zu Hause nachmachen und machen. Das ist wirklich voll cool. Und zwar Kokosöl. Einfach Kokosöl nehmen, dann das einfach auf die Lippen drauf. Es riecht wunderbar. Es riecht wunderbar. Guck mal. Es glänzt. Es schmeckt gut. Es riecht gut. Ja. Und es ist einfach super. Wenn jemand da noch ein anderes Geruch reinhaben wollen möchte, da kann er natürlich Werbung da. Markenerkennung, unbezahlte Werbung, kann natürlich ein ätherisches Öl, zum Beispiel Zitrone oder Erdbeer oder Lavendel reinmachen, wie ihr möchte. Und für die Farbe habe ich euch auch einen Tipp, und zwar mit Säften, zum Beispiel rote Säften, wie rote Beete-Saft, ein bisschen reintun und nachher mischen und dann habt ihr die Farbe rot. Das ist simpel und das ist machbar, wirklich. Und Kokosöl ist auch gesund auch für die Haut, ne? Entzündungshemmend, auch wenn man wie jetzt, also oder ihr wahrscheinlich bei euch auch, und der Sommer wird ja noch kommen, hoffe ich, ne? Sonnenbrand, dass es kühlt einfach, dass ihr dann halt den Sonnenbrand das einfach einschmiert mit Kokosöl und das tut eigentlich heilen und tut einfach gut. Ja, es kühlt, es ist gut. Es ist gesund, wenn man auch mit Kokosöl dann auch kochen tut. Kokosöl ist vielfältig. Deo kann man auch mit dem machen, als Deo-Creme benutzen. Kokosöl ist wirklich super. Oder Körperlotion, genauso. Also Kokosöl ist wirklich sehr vielfältig. Dann, guck mal, das hat mein Sohn gemacht. Wattestäbchen natürlich plastikfrei. Aus Holz, der Griff, ne? Und das hat mein Sohn gemacht in der Schule, und zwar aus Bienenwachs. Und ja, guckt mal. Man das? Nein. Kann auch ganz einfach drauf machen. Oder halt auch mit dem Finger. Und es glänzt wieder. Das ist wirklich super. Da weiß man halt, was da drin ist. Plastikfrei, man weiß, was drin ist. Und noch ein Tipp von mir, und zwar geht mal in die Unverpackt-Läden, in die Bioläden und Reformhäuser. Sie haben auch Lippenbalsam in Glas. Im Glas, und ja, so kann man auch plastikfreien Lippenbalsam benutzen. So, genau, ihr Lieben. Balsam. Entweder selber herstellen, da weiß man, was da drin ist. Also mit Kokosöl. Oder einkaufen im Unverpacktladen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du auch teilen tust, liken tust. Vielen Dank, dass ihr auch kommentieren tut, dass ihr euch gegenseitig unterstützt auf den verschiedenen Kanälen. Das ist wirklich voll schön. Ja, wir sind eine Einheit. Ja, wir gehören zusammen. Ja, wir ermutigen uns. Und ein Tipp an die Neuen, die umstellen wollen: Schritt
für Schritt sich umstellen. Nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt. Und jeder hat sein eigenes Ziel, individuelles Ziel, individuelle Schritte. Und das ist auch wichtig, gell? Also in diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.